Artikelnummer SCP-542, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-542 ist in einem 8 Meter mal 8 Meter großen Raum mit einem angrenzenden kleinen Badezimmer zu verwahren und es ist ihm erlaubt, Anträge auf zusätzliches Mobiliar einzureichen, sofern nichts davon zu chirurgischen Werkzeugen umfunktioniert werden kann. Zu den nennenswerten Anträgen von SCP-542 gehören: ein Doppelbett und Matratze ohne Decken oder Laken, genehmigt. Zwei große Arbeitstische, genehmigt. Ein großer Kleiderschrank, genehmigt. Eine Auswahl an schweren Mänteln, Laborkitteln und Hosen, genehmigt. Mehrere bodenlange Spiegel, abgelehnt. Eine Auswahl an Neo-Utensilien zusammen mit Stoffrollen, zunächst genehmigt, aber nach Zwischenfall 542-B-03 widerrufen. Mehrere große Bücherregale voll mit neueren und älteren Anatomie- und Medizinbüchern, genehmigt. Ein Schachspiel, genehmigt. Leere Notizbücher und verschiedene Schreibgeräte, genehmigt. Regelmäßige Lieferungen deutschsprachiger Kreuzworträtsel, genehmigt. Industrietaugliche, tiefe Spülbecken, abgelehnt. Stahlnagelfeile, abgelehnt. Hölzernes Sandpapier-Schleifbrett als Ersatz erhalten. Nagelknipser, abgelehnt. Zugang zu seinem persönlichen OP-Kit, abgelehnt, außer in Fällen von Versuchen, siehe Anhang. Der Raum muss mit einem Bolzenschloss verriegelt werden und ist stets durch mindestens zwei D-Klasse-Wachen zu bewachen. SCP-542 wird pro Tag mit zwei Mahlzeiten versorgt, welche von D-Klasse-Personal geliefert werden. Weiterhin erfolgt auf Anfrage die Verabreichung einer Transfusion mit frischem Blut, halber Liter, beliebige Blutgruppe, einmal pro Woche. Beginnt bei SCP-542 ein Organ zu versagen, ist es ihm erlaubt, nach einem neuen Organ zu verlangen. Medizinisches Personal der Foundation betäubt ihn anschließend und führt die Operation durch. Trotz der anhaltenden Anträge ist es SCP-542 außerhalb von überwachten Versuchen nicht erlaubt, invasive chirurgische Eingriffe an sich selbst durchzuführen. Alte entsorgte Organe und Gewebeteile müssen für Untersuchungen gesammelt werden. Sollte SCP-542 seiner Verwahrung entkommen, ist er mit Hilfe von hochdosierten Beruhigungsmitteln oder Wurfnetzen einzufangen. Sollte er in den Besitz von Messern, scharfen Glas oder Spiegelscherben gelangen, dürfen nicht tödliche Schüsse abgegeben werden. Beschreibung: SCP-542 behauptet, dass er früher ein normaler Mensch kaukasischer Abstammung und deutscher Nationalität war. Diese Aussage wird dadurch untermauert, dass es sich bei Deutsch scheinbar um seine Muttersprache handelt und er jede andere Sprache mit deutschem Akzent spricht. SCP-542 verlangt vom Personal mit Herr Chirurg oder kurz Chirurg angesprochen zu werden. Er spricht fließend Deutsch, Englisch und Französisch und besitzt Grundkenntnisse in Polnisch und Italienisch. Standardisierte IQ-Tests haben ergeben, dass SCP-542 einen IQ von etwa 150 besitzt und damit hochintelligent ist. Es ist derzeit nicht bekannt, wie alt SCP-542 ist, da die Untersuchung diverser Gewebeproben keine Antwort ermöglichte. Das Objekt behauptet, dass er vor Beginn des Ersten Weltkrieges, Zitat, furchtbar normal gewesen ist und dass er für die Nationalsozialistische Partei gearbeitet habe, auch wenn er deren Ziele für, Zitat, langweilig und einfältig hielt. Er wurde in der Vergangenheit als eine Art Frankensteins Monster beschrieben. SCP-542 verbirgt zwar seine befremdlichen Merkmale unter dicker Kleidung, zieht es aber eigentlich vor, nur ein paar Hosen zu tragen, wobei seine gekrümmte Körperhaltung, sein aufgeblähter Bauch, sein verformter Brustkorb und seine bizarre Armstruktur offenbar wird. Seine Haut besteht aus Flicken verschiedener Farbtöne und Schattierungen, von denen einige mit Narbengewebe verheilt sind, während andere noch durch Nähte zusammengehalten werden. Die unsymmetrische Knochen- und Muskelstruktur beweist, dass er mit der Zeit den Großteil seines Körpers ersetzt hat. Und er gibt zu, auch mit Helfern zusammengearbeitet zu haben, um zum Beispiel Teile des eigenen Rückenmarks zu ersetzen. Obwohl sich sein Aussehen durch die Operation ändern kann, sind seine Arme immer zu lang für seinen Körper und seine Hände wurden stark modifiziert, um zusätzliche Gelenke in den Fingern zu haben. Die Haut spannt sich ziemlich straff über das Gesicht von 542, was ihm zusammen mit den sich durch die Haut wölbenden Knochen ein etwas skelettartiges Aussehen verleiht. Es sei angemerkt, dass seine Zähne von verschiedenen, teilweise nicht menschlichen Individuen stammen. Es passiert häufiger, dass er Blut hustet bzw. erbricht, weswegen er etwa einmal pro Woche Transfusionen mit frischem Blut benötigt. Zurzeit verfügt er über zwei Herzen und Vielfache von anderen Organen und Organsystemen. Wie 542 in der Lage ist, den Überblick über seine innere Struktur zu behalten, wenn er Operationen durchführt, ist unbekannt. Er führt dies schlicht darauf zurück, über ein, Zitat, sehr gutes Gedächtnis zu verfügen.
DNS-Tests aller Gewebe verliefen ergebnislos und fanden nur DNS-Fragmente. Es ist weder bekannt, warum er verschiedene Blutgruppen und mehrere Organe aufnehmen kann, ohne von Organabstoßung oder allergischen Reaktionen betroffen zu sein, noch wie er in der Lage ist, bei einer invasiven Operation an sich selbst zu funktionieren, selbst wenn er dabei zusätzliche Hirnsubstanz in seinen Schädel einpflanzt. SCP-542 ist am Leben zu halten, damit der Prozess, der ihm dies überleben lässt, beobachtet und untersucht werden kann. SCP-542 verhält sich die meiste Zeit überraschend freundlich und genießt lange Gespräche über Wissenschaft und Biologie, Politik und lange Schachpartien. Wenn jedoch ein Organ zu versagen beginnt oder ein Teil seines Körpers nekrotisch wird, durchlebt er eine drastische Persönlichkeitsveränderung, nach der er Menschen aus der Ferne observiert und verfolgt. Weitere Informationen zu seinen Gewohnheiten und Angriffen können im Anhang gefunden werden. SCP-542 scheint eine bisher unbekannte Fähigkeit zu besitzen, mit der er die Funktionen und das Funktionieren seines Körpers zu jeder Zeit vollständig wahrnehmen kann. Er scheint sogar in der Lage zu sein, faulende oder verrottende Stellen zu identifizieren, die er nach allem bekannten Wissen nicht bemerken sollte. Es hat sich sogar gezeigt, dass diese Fähigkeit über den eigenen Körper hinausreicht. Er kann passiv die Gesundheit und den Gesundheitszustand anderer Menschen im Umkreis von mehreren Metern um ihn herum wahrnehmen, wobei sich die Reichweite auf etwa 5 Meter erweitern lässt, wenn er sich fokussiert. Er hat zugegeben, dass er diesen Prozess, den er selbst nicht versteht, nutzt, um seine nächsten Opfer auszuwählen. Anhang: SCP-542 ist erwiesenermaßen der Täter in einer Reihe von 45 Morden innerhalb von 3 Jahren, die sich in Deutschland, England und Amerika ereignet haben, und steht im Verdacht, in dieser Zeitspanne weitere unbestätigte 15 Morde begangen zu haben. Er wurde zum ersten Mal vor 4 Jahren von Agent in Deutschland beobachtet, nachdem 4 Menschen angegriffen wurden und ihnen Muskeln, Sehnen und Knochen aus den Gliedmaßen entfernt wurden. 3 der Opfer starben an den Folgen von Blutverlust und Schock. Das 4. Opfer befand sich im Hotelzimmer neben Agent, welcher eingreifen konnte. Der Bericht hierzu findet sich im Zwischenfallbericht 542-A-06. SCP-542 hat eine starke Beziehung zu einer Sammlung von Skalpellen, Klingen, Spritzen und verschiedenen anderen chirurgischen Geräten aus verschiedenen Epochen, die von der Moderne bis hin zum Archaischen reichen. Diese Relikte sind allerdings gut gepflegt und die ältesten stammen aus der Zeit um 1910. Er verwahrt diese in einem samtgefütterten schwarzen Lederkoffer und viele seiner Jacken wurden umgenäht, um Halterungen zu haben, in denen er diese Ausrüstung verstecken kann. Ihm ist der Zugang zu dieser Sammlung nur während Experimenten und der überwachten Selbstchirurgie gestattet. SCP-542 hat inzwischen selbst außerhalb der Versuchsumgebung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. dem Glauben, bestimmte Gegenstände wären sicher, wenn sie von ihm benutzt werden, mehrere Todesfälle von D-Klasse-Personal zu verantworten. Alle Mitarbeiter werden daran erinnert, dass er selbst, wenn seine Persönlichkeit die meiste Zeit freundlich ist, Menschen zur Unterhaltung und aus Neugierde sezieren wird, wenn man ihm die Gelegenheit dazu gibt. Diese Vorfälle können in den Zwischenfallberichten 542-B-01 bis 542-B-11 nachgelesen werden. Scheinbar sichere Gegenstände wie Nähutensilien haben dazu geführt, dass er zwar mehr als nur eine gut zugeschnittene Jacke für sich selbst angefertigt hat, aber auch dazu, dass ein D-Klasse-Mitarbeiter immobilisiert wurde, indem er ihn auf die Matratze des Bettes nähte, bevor er seine Niere und einen Teil der Leber entfernte. Es hat sich gezeigt, dass SCP-542 sehr kooperativ ist, bestimmte Experimente durchzuführen, und er scheint Spaß daran zu haben, eine Selbstchirurgie mit Beobachtern durchzuführen, denen er erklären kann, was er gerade macht und denen er sein Wissen über die Funktionsweise des Körpers zeigen kann, als ob er ein Lehrer wäre, der ein chirurgisches Lehrbuch rezitiert. Leider erfordern diese Lehrstunden in der Regel, dass man das Risiko eingehen muss, von ihm angegriffen zu werden. Es wurde beantragt, SCP-542 am Leben zu halten, damit der Prozess, der es ihm ermöglicht, sich von einer intensiven Operation ohne Organabstoßung zu erholen, untersucht und möglicherweise für medizinische Zwecke kopiert werden kann. SCP-542 könnte aufgrund seiner erhöhten Intelligenz und seines erhöhten Sezierungsbedürfnisses einen potenziellen Nutzen für chirurgische und Studienversuche haben. Alle Bücher und Notizen, die von ihm geschrieben wurden, können von Mitarbeitern mit einer Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 oder höher eingesehen und studiert werden. Update 2000. SCP-542 hat sich auf unbekannte Weise Kenntnisse sowohl über SCP-291 als auch über SCP-1025 angeeignet und scheint sehr an deren Verwendung interessiert zu sein. Alle Anträge auf Untersuchung beider Anomalien sind bis auf Weiteres abzulehnen. Zwischenfallbericht 542-A-06. Agent
hörte während seines Aufenthalts im Hotel in Deutschland um 3 Uhr morgens die Geräusche eines Handgemenges und Schreie von der anderen Seite des Hotelflurs. Er hatte den Eindruck, eingreifen zu müssen, ohne zu wissen, dass er sich mit einem möglichen SCP anlegen würde. Nachdem er die Tür zu Zimmer aufgebrochen hatte, beobachtete er, wie SCP-542 die Muskeln und Knochen von rechtem Bein entfernte. Nachdem der Agent mehrere Schüsse abgefeuert hatte, floh 542 durch das Fenster und Agent kontaktierte die örtlichen Behörden und einen Krankenwagen. Bei handelt es sich um eine amerikanische Touristin, die erst seit wenigen Tagen in der Stadt war. Sie beschrieb, was mit ihr geschehen war, als sie sich im Krankenhaus erholte. Danach nahm sie bereitwillig das Anästhetikum, das an sie ausgegeben wurde, und zog es vor zu glauben, dass sie stattdessen in einem unglücklichen Verkehrsunfall verwickelt war und ihr rechtes Bein amputiert werden musste. Ihr Bericht der Ereignisse lautet wie folgt. Also, ich bin schon vorher in Deutschland gewesen, da kannte ich mich ein bisschen aus. Und ich war daran gewöhnt, den Bus zu nehmen. Ich glaube, es war dort, dass ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Diesen Typen mit der dicken Jacke, so einem Hut und einer Brille. Und natürlich kam der mir sofort verdächtig vor. Ich meine, es war Sommer und richtig heiß. Ich habe bemerkt, dass er mich immer ansah und habe versucht, es zu ignorieren. Er stieg ja auch nicht an meiner Haltestelle aus und da waren selbst spät abends immer noch andere Leute mit im Bus. Ich habe ihn vielleicht schon 3 Tage lang gesehen und dann... Ich habe aufgehört, mir einen Kopf deswegen zu machen. Es muss an dem Tag gewesen sein, dass er mir aus dem Bus gefolgt ist. In der Nacht. Ich ging in mein Hotelzimmer und ich weiß nicht... Ich erinnere mich nicht. Das Fenster war offen und es war alles dunkel und der Lichtschalter ging nicht. Ich dachte, dass mich jemand bestohlen hätte und ging in den Raum, um zu sehen, ob was fehlte. Und dann... zeigt Anzeichen von starkem Unbehagen und bittet um eine Minute, um sich zu beruhigen. Dies wird erlaubt und sie setzt nach einigen Minuten fort. Er versteckte sich unter dem Bett und er hatte diese komischen, langen Arme und die Finger... Da waren so viele Gelenke und er packte meine Knöchel und zog mir die Füße weg. Er war einfach zu schnell und er fesselte meine Arme und Beine an das Bett und zuerst dachte ich, er sagte immer zu, mach dir keine Sorgen und du wirst mir helfen und ich brauche deine Hilfe und solche Sachen. Es hat mir einen scheiß Angst eingejagt. Und er sagte, dass er, solange ich ruhig bleiben würde, hinterher einen Krankenwagen rufen würde. Es war so verstörend. Ich schätze, es war wirklich schlimmer als das. Er fummelte an seiner Jacke rum. Sie war auf einem Kleiderbügel an der Tür und ich habe sie erstmal gar nicht bemerkt. Und fing an, diese Messer und Werkzeuge rauszuziehen. Und ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Also entschied ich mich, mein Glück zu versuchen und fing an, so laut zu schreien, wie ich nur konnte. Und dann hat er... durfte an dieser Stelle aufhören und erhielt in dieser Nacht Anästhetikum und Alibi. Zwischenfallbericht 542-A-15. Die Einzelheiten über die Verfolgung und Gefangennahme von SCP-542 finden sich unter... Daten gelöscht. Ein Antrag auf Deklassifizierung wird derzeit geprüft. Anmerkung. Ab dem 5.05.2005 wird SCP-542 in Bioforschungsbereich 12 verlegt, um das Olympia-Projekt zu unterstützen. Und ich will ihn unversehrt zurück. Dr. Wrights. Anmerkung. SCP-542 hat irgendwie Informationen über SCP-291, SCP-827 und SCP-545 erhalten. Gegenwärtig wird untersucht, inwieweit 542 über diese SCPs Bescheid weiß und wie er sich dieses Wissen angeeignet hat. Für diesen Vorfall verantwortliches Personal wird nach einer Überprüfung durch den Vorstand angemessen diszipliniert. O5